Um eine DVD zu rippen, das heißt, um eine Filmdatei daraus zu erstellen, verwende ich das Gratisprogramm Handbrake. Wichtig ist, dass du den DVD-Player wieder ausschaltest, der jeweils automatisch anspringt, denn wenn beide Programme aktiv sind, dann gerät das Laufwerk in Stottern. Wenn du nicht automatisch nach der Quelle gefragt wirst, so klickst du auf Source, wählst hier die DVD aus und hier den Ordner Video TS und dann klickst du auf Open. Jetzt kann es doch eine gewisse Zeit dauern, bis eben der ganze Inhalt ausgelesen ist. Anschließend werden dir die gefundenen Titel auf der DVD angezeigt. Hier hat es zwei effektiv, ist aber nur einer der wirkliche Hauptfilm, du siehst es an der Länge. Dann gilt es, die Zieldestination zu wählen. Mit Browse wählst du den entsprechenden Ordner. Und das Format kannst du alles von Hand einstellen oder schon eine Voreinstellung für ein bestimmtes Zielgerät wählen. In diesem Fall wähle ich jetzt Apple TV 3 oder iPad wäre auch möglich. Nehmen wir mal iPad. Und ich stellte fest, dass immer, auch wenn es eine deutsche DVD ist, die englische Spur eben standardmäßig eingestellt ist. Ich wähle hier jetzt trotzdem noch die deutsche. AAC ist sicher gut. Je nachdem, was du für ein Soundsystem hast. Dolby Prologic oder eben in meinem Fall Stereo. Und die Bitrate von 128 sollte eigentlich reichen. Und die zweite nehme ich trotzdem noch rein, wiederum mit denselben Einstellungen. So, jetzt bin ich bereit. Ich klicke auf Start und jetzt kann es doch ziemlich dauern, je nachdem wie schnell dein Computer ist.